Okay, du musst jetzt das Intro machen. Nee. Na doch, du bist dran. Was sagst du denn immer so? Ja, hallo, wie geht's? Wir sind jetzt hier im Green Hill. Ja, hallo, wie geht's? Wir sind jetzt hier im Green Hill Bike Park. Wir haben so ein Nachmittagsticket gekauft ab 14 Uhr und es ist so voll, dass wir gar nicht wissen, ob wir Spaß haben werden. Ja, das war schon ein ziemlich gutes Intro, muss ich sagen. Ja, die Michi hat es schon gesagt, wir sind in Green Hill, um euch heute so ein bisschen die Anfängerstrecken mal zu zeigen. Ja, letztes Mal einfach so blind drauf los, dem Dennis hinterher und so weiter. Und die Michi ist das erste Mal jetzt hier. Das heißt, wir fahren einfach mal wirklich die Anfängerstrecken, zeigen euch das Ganze und gucken dann mal, was noch so geht. Wir haben Sonntag, Nachmittagsticket. Und ich habe 10.000 Kilometer weit weg vom Park geparkt. Und selbst dieser Parkplatz ist bis zum Rand gefüllt. Also, ja, das erste Mal jetzt hier an einem Samstag oder Sonntag hier. Wir werden euch gleich berichten, wie lange wir von diesem Parkplatz zum Lift brauchen und dann, wie lange wir am Lift anstehen. Viel Spaß bei diesem Video. Helm lasse ich erstmal auf, aus jetzt, weil wir jetzt noch eine halbe Stunde rüberfahren. Helm ist mal hier drin. Und wir versuchen zu fahren. Ja, die haben auch alle ein Enduro-Bike. Ein Enduro. Du kannst hier auch fahren. Yeah, yeah. Kleine Michi. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Let's go, Cardio Uphill Training. Das nächste Mal, also den nächsten Weg. Was knackt denn hier hinten an? Ah, ich weiß, wo wir sind. War das? Ja, das ist dann echt nicht so weit. Das ist nicht so schlimm. Dann geht der Parkplatz klar. Jetzt fast da. Ich habe nicht gemeckert. Du hast gemeckert. Du warst am Meckern. Du hast halt gesagt, oh, schon gar keinen Bock mehr auf Green Hill. So eine Scheiße hier. Erstmal an der Liftschlange vorbei, Tickets holen. Ja, ich bin einmal fast abgestiegen. Ja? Ja. Nachdem wir tatsächlich gar nicht so lange angestanden sind, was mich mega überrascht hat, denn es war wirklich, wirklich voll, aber wir waren ungefähr 20 Minuten am Lift, standen da an und sind dann nach oben gefahren. Also das ging auf jeden Fall noch mega klar für so einen Sonntag. Als allererste Abfahrt sind wir auf die Safe Women's gestartet. Das ist eine blaue Line, die schon so ein paar Spielereien mitbringt. Das heißt so ein paar kleinere Jumps, aber alles nichts Wildes und auch easy überrollbar für wirklich jeden Anfänger. Obwohl die Lines nicht so super, super glatt geshaped sind, da ja hier hauptsächlich mit Naturmaterialien gearbeitet worden ist, ist es so ein bisschen ja Singletrail-mäßiger auf den Trails. Was ich persönlich aber halt überhaupt nicht schlimm finde, denn diese super glatt geshapten Lines sind ja auch nicht immer so super, super spannend. Gerade nicht wo lang. Also ganz Anfänger ist es auch wieder nicht. Ein bisschen herausfordernd auf jeden Fall.
bin auch gerade ehrlich nicht sicher, ob das hier noch blau ist. Wieder falsch abgekommen hier. Ein bisschen verwirrend. Okay, das endet anscheinend dann hier auf Grün. Also wie ich das jetzt hier verstanden habe, endet dann die blaue Line kurz auf der Moose Cruise, die dann die grüne Line ist. Und später geht es dann wieder zu einer Abzweigung, wo es auf grün oder blau geht. Auf der blauen Line habt ihr dann am Ende halt ein paar Jumps, wo ihr ein bisschen springen könnt, euch da ein bisschen rantasten könnt. Übrigens, alle Sprünge sind wirklich gut gebaut hier. Ähnlich wie für mich vom Bikepark Olpe her gewohnt, lassen die Jumps sich einfach mega gut fahren hier. Ich glaube, blau ist geradeaus. Ja, hier. Die nächste Line, die wir fahren wollten, ist die Jones and Pablo. Und ihr könnt einmal ganz normal reinstarten oder über diesen berühmten House Drop da durch diese kleine Öffnung in diesem Hausverschnitt. Ihr könnt allerdings auch ganz easy wirklich einfach links reinfahren in die Line und den Drop auslassen. Diese blaue Line ist so ein bisschen flotter. Allerdings sind auch wirklich alle Lines auf den Schildern draußen vorher beschrieben, was euch erwartet. Also schaut euch das genau an, dann wisst ihr ungefähr, auf was ihr euch einstellen müsst. Thank you.
Schon gar nicht antreten hier. Jedes Mal! Wenn der Drop da fertig ist, dann kommen wir wahrscheinlich auch über die Sprünge. Ja.
Hier auf dem letzten Abschnitt sieht es übrigens so aus, als ob uns hier noch ein bisschen was Neues im Bikepark erwartet. Denn das sieht noch ziemlich nach Baustelle aus und oben auf dem Holzelement ist ja noch so ein Abschnitt gesperrt. Und ich glaube, da wird noch so ein bisschen was Neues auf uns zukommen und ein bisschen mehr Abwechslung. Ich denke allgemein, dass der Greenhill Bikepark noch ziemlich große Pläne hat nach der Aufmachung, wie sie jetzt gestartet sind. Die nächste Line, die wir uns anschauen, ist die Moose Cruise. Und das ist wohl wirklich die anfängergeeignetste Strecke überhaupt hier. Denn sie ist wirklich super, super entspannt. Aber seht eben selbst. Ein Downhiller auf dem Moose Cruise. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich jetzt ein bisschen was geskippt habe. Das liegt daran, dass meine GoPro leider immer mal wieder irgendwie ein paar Faxen macht. Wenn ihr auch eine GoPro benutzt und eine GoPro 8 habt und da öfter mal Fehler sind, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch einfach manchmal das Ding nicht ausmachen könnt und den Akku rausziehen müsst, damit es ausgeht. Aber ich möchte euch natürlich nicht enttäuschen, deswegen sage ich euch schon mal im Vorhinein hier, die grüne Line geht eigentlich die ganze Zeit so weiter, wie sie auch jetzt hier auf den Trails vorher war. Es ist alles so ein bisschen, ja, noch flacher, sehr, sehr breit geshaped. Es ist wirklich nichts Wildes drauf, sodass ihr euch gar keine Gedanken machen müsst und einfach ganz entspannt euch hier einrollen könnt. Wenn ihr euch hier dann super, super wohl fühlt, dann könnt ihr euch vielleicht auf dieser Berghälfte, also vom Lift aus gesehen, die linke Bikepark-Hälfte, auch die andere blaue Line vornehmen, die Safe Women's, die ihr am Anfang vom Video gesehen habt. Nichtsdestotrotz, so zum Einrollen ist für einen Fortgeschrittenen, finde ich, die grüne Line schon, ja, einfach zu langweilig. Und das ist auch gut so, denn dann haben die Anfänger diese Line wirklich für sich alleine und brauchen keine Angst haben, dass sie irgendwen, der schneller fährt, im Nacken hängen haben.
was ja auch immer so ein bisschen ein unwohles Gefühl ist. Ich kann mich selbst noch an diese Zeiten ganz gut erinnern. Freunde, wir haben die erste Runde Green Hill hinter uns. Das waren jetzt alle blauen Lines, die es gibt, und die grüne. Zumindest, ja, soweit ich weiß. Es ist manchmal so ein bisschen kompliziert, ja, sich hier zurechtzufinden. Michi? Du. Feedback zu Green Hill von ersten Abfahrten. Ja, es macht schon Spaß. Aber ist für Anfänger dann doch nicht so die krasse Auswahl. Sind dann jetzt wie viele Lines gewesen? 3? Diese Moose Cruise, die grüne, dann Jonas und Jones. Jonas und Jones. Und dieses andere, was sind wir noch gefahren? Das erste. Bomb, irgendwas, schieß mich tot. Women's? Chimin Women's. Chimin Women's. Ja. Ja, die waren cool, wobei mir von den blauen bis jetzt diese Jones und Jonas am besten getaugt hat. Jonas und Jones? Ja. Nicht Jones und Jonas. Jonas und Jones. Jonas und Jones. ja, ihr müsst selber mal entscheiden, ob ihr, ja, ob euch das an Auswahl reicht. Ich finde persönlich, ist auf jeden Fall ein bisschen abwechslungsreicher als in Winterberg zum Beispiel. Winterberg finde ich die Strecken dann einen Ticken langweiliger. Wobei dann wiederum auf den blauen Lines du auch schon viel springen kannst in Winterberg. Ha, ich weiß nicht, vielleicht tun die sich auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Allerdings hast du von den Abfahrten her in Winterberg ein bisschen mehr, wenn man diese ganzen kleinen Lines dazu zählt. Weil man hat ja Schneewittchen, Fairy Trail, Köln, Woodpecker, Flow Country, das sind schon auch 5. Ja, ja, und die Freeride ist jetzt auch nicht so schwer, die kannst du auch als Anfänger fahren. Ja, das stimmt schon. Aber ja, die schwierigeren Lines, wenn es hier rot wird, dann wird es auch schon auf jeden Fall knackiger. Da muss man schon ein bisschen mit Sprüngen, Stepdowns und so handeln können. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt noch ein paar Ründchen drehen und dann melden wir uns gleich nochmal. Aber vielleicht gehen wir was essen, ne? Ja. Vielleicht. Ja. Wenn da nicht so viel los ist wie... Oben oder wo geht man essen? Ne, hier unten. Ach so, am Lift. Ja. Vielleicht essen wir auch woanders. Mal gucken.
war dann auch schon langsam ein bisschen müde geworden an dem Tag. Aber ich wollte unbedingt noch eine neue Line ausprobieren, die ich bisher noch nicht kannte hier im Bikepark. Und das war dann die Mixtape. Warum? Ganz einfach, die war von den Punkteverteilungen noch einfacher als die Bounce and Blow. Und deswegen dachte ich mir so, komm, schaust du dir die einfach mal entspannt an. Nervös jetzt hier. Hast du ein bisschen mehr so Single-Train-mäßig oder was? Interessant. Gehen wir mal weiter. Hier fährt niemand diese Leine hier, oder was? Okay. Das ist okay. Okay. So Leute, wir machen Feierabend. Nachdem ich mich jetzt auf der Mixtape zweimal verkackt habe und jetzt auch noch fast hingelegt habe, reicht dann auch. Wir hätten jetzt eh nur noch eine halbe Stunde gehabt. Das heißt, vielleicht noch zwei Abfahrten gegangen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll so richtig. War alles okay soweit. Ich muss sagen, für mich persönlich, wenn ich jetzt nicht so, ich bin jetzt die Jumplines gar nicht so viel gefahren, dann macht das mir persönlich nicht so viel Bock hier. Die Johnson, Jonas und Jones, Pablo, ist auf jeden Fall von den blauen für die Anfänger für mich persönlich die coolste Line, allerdings auch schon anspruchsvoller unter den blauen. Da ist die andere blaue Line ein bisschen weniger anspruchsvoll, finde ich. Aber ja, ihr habt die Strecken ja gesehen, wenn ihr Anfänger seid und meint ihr, schaut mal vorbei, Green Hill Bike Park. Wenn die Strecken euch zusagen und ihr Bock drauf habt, dann schaut es euch an. Obwohl es so mega voll war, war tatsächlich 20 Minuten am Lift anstehen durchaus realistisch und das war gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte, es würde viel schlimmer werden am Wochenende. Nichtsdestotrotz, für meinen Geschmack, trotzdem zu viel los. Ich bin lieber so ganz, ganz alleine, einsam im Bikepark. Ja, lasst gerne ein Abo da, Leute. Kommentieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.